Hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir darin lesen können, dass es, wir lesen in der Bibel, dass es uns reinigt, das Wasserbad des Wortes aus Epheser. Während wir es lesen, werden unsere Gedanken verändert, weil die Welt prägt uns, ob wir es wollen oder nicht. Die Welt prägt uns, die Bücher, die Filme, die Informationen, die prägen uns. Und wir brauchen einen Gegenpol. Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, desto mehr werden wir verändert. In Gottes Ebenbild, zurück in das gesunde Bild, das, was Gott sich vorgestellt hat. Heute werden wir nur Vers 20 lesen. Jesus war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber offenbar gemacht in der letzten Zeit um euretwillen. Noch 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Also hier will ich erstmal anfangen, das ist ein theologisches, spannendes Thema. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott die Welt gemacht hat, wusste er, dass Adam und Eva sündigen werden. Wusste er, dass die Menschen Kriege führen werden. All diese schlimmen Sachen, Gott wusste das schon. Und da gibt es dann Diskussionen, haben wir einen freien Willen, haben wir keinen freien Willen, wie frei ist unser Willen? Da gibt es Diskussionen unter den Christen, das nennt man dann den calvinistischen Ansatz oder Arminismus. Wir sind in der Gemeinde Molinisten, nur so nebenbei. Wir glauben an einen freien Willen, aber wir glauben gleichzeitig sehr klar an Gottes Vorerwählung. Wir glauben, dass man in Gott sein Heil sichert, dass man es nicht einfach verliert. Gleichzeitig glauben wir, wir können nicht einfach in Sünde leben, ohne Konsequenzen. Das ist der molinistische Ansatz. Aber das ist nicht der Schwerpunkt heute. Der Schwerpunkt ist, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Jesus wusste, er wird auf die Erde kommen. Er wusste, dass er eines Tages sterben muss. Er wusste das schon, bevor die Welt gemacht wurde. Und er hat die Welt geschaffen. Und man fragt sich, warum hat Gott die Welt geschaffen? Er wusste, es gibt Krieg und Leid und Missbrauch und Schmerz. Gott weiß, wer er ist. Er weiß, er ist wunderbar. Gott ist überzeugt von sich. Das hört sich stolz an, aber Gott darf stolz sein. Weil Gott ist Alpha und Omega. Es gibt niemanden, der so ist wie Gott. Gott wusste, wer er ist. Er wusste, was er zu geben hat an Liebe, an Beziehung, an all dem Guten, und er wollte Menschen schaffen, und er hat Menschen geschaffen, wo er dies schenken will. Nicht egoistisch, er will sich beschenken und Menschen Gutes tun. Wir haben gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht, du kannst uns mal, wir schaffen das auch ohne dich, das haben wir gesagt. Gott wusste im freien Willen, dass wir das tun werden, und hat uns den freien Willen geschenkt, dass wir eine ebenbürtige Beziehung haben, dass wir keine Marionetten sind. Gleichzeitig in seiner Vorhersehung, in seiner Allwissenheit, in seiner Vorbereitung hat er gewisse Sachen geplant. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, damit er stirbt und aufersteht und wir durch ihn gerettet sind, durch Jesus sein Leben. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, was Gott alles weiß. Gottes Vorherbestimmung, Gottes Allwissenheit. Ich weiß nicht, wie es darin geht. Es kann manch einem Angst machen, dieses Gefühl, bin ich frei, bin ich nicht frei, er weiß ja alles. Mir gibt es einen Frieden. Gott weiß, was in 10 Jahren ist. Gott weiß, was in meinem Leben in 20 Jahren ist. Und er hat gesagt, ich werde das gute Werk, das ich in dir angefangen habe, Philippa, zu Ende bringen. Er hat nicht nur bei mir angestoßen, okay, ich will dich ein bisschen retten. Nein, er wird es zu Ende bringen. Und auch in deinem Leben darfst du wissen, auch da, wo du gerade jetzt stehst, du merkst, Sachen gehen drunter und drüber. Du merkst das Gefühl in dir, boah, ich komme nicht weiter. Meine Ehe, meine Kinder, meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Umstände, Sachen sind schwer. Ich darf dir was sagen. Gott hält das in der Hand. Gott hat das letzte Wort. Gott führt alle Dinge zum Besten. Und es fühlt sich nicht so an, es kann sogar sein, dass es Jahre dauert. Manch einer ist jahrelang in einer Wüste. Aber er hat das alles gesehen vor Grundlegung der Erde. Und wenn wir an ihn glauben, wir, die wir durch ihn, durch Jesus an Gott glauben, der Jesus aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube
und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wir wurden gerettet, dass unser Blick auf Gott gerichtet ist, dass unsere Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Nicht auf den Staat Deutschland, nicht auf die UN, EU, Politiker oder unser Bankkonto. Unsere Hoffnung ist auf Jesus gerichtet. Darauf. Und wenn wir das uns vor Augen halten, wir sind gerettet worden, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, dann können wir Frieden haben im Sturm. Diese Reihe heißt ja Standing Strong in the Storm, fest stehen im Sturm. Und wir können das nur, wenn wir unseren Blick auf Gott richten. Wir wurden gerettet, damit wir unseren Blick auf Gott richten, nicht auf die Stürme. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich weiß, dass Satan uns belügen will. Satan will uns sagen, guck auf den Sturm, guck auf die Wellen, guck auf die Probleme. Lass dich einschüchtern, mach dir Sorgen. Werd wütend über den deutschen Staat, über die Gesetze. Sei sauer! Und Jesus sagt, setz deinen Blick auf mich. Setz deine Hoffnung auf mich. Ich habe dich gerettet, dass du mir vertraust, also Gott. Gott wusste all das schon im Vorhinein. Es gibt nichts, das Gott überrascht. Nichts, das Gott schockt. Ich will euch was sagen. Ich war letztes Jahr im Dezember in der Gebetszeit. Und in meiner Gebetszeit habe ich aufgeschrieben, Oktober 2023, in diesem Monat gibt es einen Kairos-Moment, einen Moment, den Gott vorhergesehen hat, wo die ganze Welt erschüttert wird in Angst und Zittern und die Welt wird nicht mehr gleich bleiben danach. Es werden sich Sachen ändern. Das habe ich aufgeschrieben. 7. Oktober 2023, Hamas greift Israel an. Israel ist jetzt im Krieg mit Palästina, Hamas. Das hat Gott mir gesagt. Ich habe das vergessen. Ich habe es erst später entdeckt. Irgendwie am, ich glaube, 20. Oktober oder so habe ich in mein Tagebuch geguckt und das gesehen. Warum ich das nur sage ist, Gott wusste das. Gott hat mir das eigentlich schon gesagt, dass ich Frieden haben kann, wenn es passiert. Dass ich weiß, der hat das in Kontrolle, der weiß das schon. Und manchmal empfinden wir, boah, weiß das Gott? Hat er die Zeitung gelesen? Was da abgeht? Gott weiß das. Er hat alles zuvor gesehen. In Jesus. Er bereitet gerade unsere Wohnung im Himmel auf der neuen Erde vor. Er bereitet alles vor. Gott ist in absolutem Frieden. Gott ist nicht gestresst. Er hat einen guten Plan. Und so will ich uns ermutigen, dass wir mit diesem Wissen heute einfach den Tag starten und sagen, Gott, ich lege meinen Tag in deine Hände. Ich habe gewisse Sorgen, ich gebe sie dir. Ich habe gewisse Ängste, ich lege sie vor dich hin. Ich vertraue dir. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Du bist mein König. Halleluja. Genau. Ich schließe ab mit dem Vers aus Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der ja ebenfalls von euch kommt. Er ist ein treuer Diener von Jesus Christus. Er kämpft in seinen Gebeten ständig für euch. Er kämpft im Gebet, damit ihr euch als gereifte Christen voller Überzeugung nach Gottes Willen richtet. Er kämpft dafür. In diesem Strudel, in diesem Streit, in diesen Sorgen kämpft Epaphras, dass sie in dem Frieden, in der Freude, in der Dankbarkeit Gottes bleiben. Das ist mein Gebet für dich, dass du auch darin bleibst.